It's Tip, the top, the tippy tippy top, it's the tip tip top, the top top, the tip tip top, yeah! Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Gornel. Wir haben zwei Spielstände, gut, dass wir das mal sehen. Ja, ich musste ja einmal nochmal neu anfangen, weil ich mich versafe-stated hatte oder so. Nee, gar nicht wahr, weil ich ohne Stimme aufgenommen habe und die Parts dann logischerweise, also ne, ich habe ohne Stimme aufgenommen, habe das aber natürlich nicht gemerkt. Habe dann, ach komm, ihr wisst es doch, ist mir doch auch egal, ich habe zweimal gespielt, richtig. Genau, ich habe einmal nämlich aufgenommen ohne Stimme und dann habe ich natürlich ein Save-State gemacht und nein, ich will dich nicht challengen, komm, gib mir nie die Hopper, ich möchte ein Flugzeug. Wenn man noch Englisch könnte, wäre das gut, aber naja, machen wir uns nichts vor, können wir nicht. Nein, kann ich natürlich doch. Ich war ja in der bilingualen Klasse. Ich weiß nicht, warum zum Teufel ich jetzt auf dieses Thema komme, ist mir auch egal. Ich war ja in der bilingualen... Wo ist das? Hallo, dankeschön. Ich war ja in der bilingualen... Ah, mein Tappen. Ich lasse mich gerade von... Oh, da war ein Schmetterling. Habt ihr den Schmetterling gesehen? Ich liebe ja Schmetterlinge. Am liebsten am Spiel. So, wir müssen das Trophy Race machen, sonst haben wir, glaube ich, alles hier. Ich glaube schon. Wir haben das Minispiel doppelt sogar schon. Wir haben den Boss zweimal besiegt, ja. Und das ging sogar gut und einfach. Gut, einfach würde ich jetzt nicht sagen, aber ich meine so 12, 13, 14 Minuten, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lange ich gebraucht habe. Für den Boss waren doch in Ordnung. Also seien wir jetzt mal ganz ehrlich. Das war vollkommen in Ordnung. Ich bin begeistert, ja, ich bin auf jeden Fall begeistert. So, danke Wahl. Du machst mir die Wahl relativ einfach. Ich habe heute schon wieder so unfassbar tolle Wortwitze, das ist ja absolut Wahnsinn. Wir fahren jetzt Trophy Race mit dem Hovercraft in der Wasserwelt und die Wasserwelt ist besser gegangen, als ich im Endeffekt dann doch gedacht hätte. Die Münzen haben wir relativ gut eingesammelt, das hätte ich fast anders erwartet. Danke Wahl. Das hätte ich fast anders erwartet. Der Boss hat auch unfassbar gut geklappt, das hätte ich auch anders erwartet. Und ja, so im Endeffekt bin ich sehr zufrieden, wie die Wasserwelt gelaufen ist. Wir sind jetzt hier im Part, ich habe keine Ahnung, Part 10 könnte sein, ich bin mir nicht sicher. Und sind jetzt hier in der vorerst letzten Welt. Das heißt natürlich ist es nicht die letzte Welt. Das kann ich euch schon mal verraten, aber es ist erstmal so, ne? Boah, okay, was macht der Wal hier? Nichts. Es ist natürlich noch nicht komplett die letzte Welt, aber danach kommt erstmal... Wir sehen ja dann alles, ne? Aber dann haben wir halt die Schweinsmütze. Nein, das Schweinsgesicht haben wir dann komplett, wenn wir die nächste Welt dann auch noch schaffen. Ach ja. So, ich muss mal hier kurz mein Headset richten. Es tut mir leid. Ich hoffe, das ist... wo war ich eigentlich? Genau, ich war in der bilingualen Klasse. Kennt ihr das? Kennt das jemand von euch? Ist jemand von euch auch in der bilingualen Klasse? Ich bin eigentlich voll schlecht in Englisch. Hello, my name is Tom and my English is not very good. I have a little bit problems with the pronunciation of the R in the English. It's so absolutely... oh, in your face. Das kann ich. In your face. It's so, yeah, we could make a whole part in English. This would be very nice, yeah, very, very, because I can't speak R, I say very, not very, oder it's all right, it's all white, I can't speak it, yes, I'm a cripple, ja, okay, lassen wir das vielleicht. Wir könnten ja mal ein Let's Play auf Englisch machen. Ja, damit wir für die internationale Beziehung der Let's Player-Szene oder so. Das wäre doch was, oder? Weißt du, da gibt es ja auch immer so Leute, die dann immer kommen und sagen, also bei mir natürlich nicht, aber ich habe das schon mal gelesen hier unter den Kommentaren. Vielleicht ist es jetzt auch einfach ein bisschen übertrieben und sich darüber tatsächlich aufzuregen, weil es vielleicht auch einfach treu ist. Aber da kommen dann so Leute, die sagen dann, hey, you're fucking German. Kitty, schreib deinen Titel doch in Deutsch und nicht in Englisch, damit wir nicht auf ein deutsches Video klicken, oh Pisser. Wo ich mir so denke, ey, ihr sagt auch Kindergarten, das ist auch ein deutsches Wort. Ja, ich sag auch nicht, Nein, fahr da rein! Ja, das hat jetzt überhaupt gar keinen Zusammenhang, ich wollte es einfach nur mal sagen. Weil, sorry. Unsere Sprache ist mit Anglizismen einfach auch komplett überfüllt, ja, das kann man halt auch einfach nicht mehr bestreiten. Was heißt bestreiten? Es ist halt einfach so.
Ja, jeder sagt heutzutage, ey, coole Chick. Darf ich dich mal abchecken? Ich weiß nicht mehr, ob abchecken in Anglizismen ist. Check it, ja. Check, check. Nee, check könnte. Keine Ahnung. Nicht check. Naja. Aber, ne, es ist ja komplett voll mit Anglizismen. Man könnte auch Deutsch. Mir fällt jetzt natürlich kein gutes Beispiel ein, weil dafür müsste ich jetzt irgendwie mir ein gutes Beispiel einfallen lassen. Das funktioniert in einer solchen Situation natürlich eh nicht. Aber wir könnten auch Mobiltelefon sagen, ne? Wobei mobil. Ja, doch, mobil. Ist mobil eigentlich ein grunddeutsches Wort oder ist das auch eher. Ja, ja. Im Grunde genommen ist unsere Sprache ja sowieso sehr verwandt mit anderen. Am schlimmsten finde ich ja Holländisch. Und das ist ja. Holländisch ist so das Deutsch für schlechte Kauer. Weißt du, wenn du dich nicht beherrschen kannst und ganz, ganz viel isst auf einmal und dann nicht runterschluckst, dann sprichst du Holländisch. Ja, ich kann natürlich kein Holländisch. Naja. Das soll jetzt natürlich kein. Oh, wohin fliegt die Kanone hier? Das ist ja der Wahnsinn. Sehr schön die Abkürzung genommen vom 6. auf den 2. Mann, meine Nase. Ich denke mal, ihr merkt, ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Ich bin ein bisschen erkältet. Aber es hilft ja nicht, ich muss ja trotzdem aufnehmen. Ich habe am Freitag kein Video hochgeladen. Ich bin so ein schlechter YouTuber, boah. Mein Kanal ist tot eigentlich schon, ja. Also, ne. Ich kann meinen Kanal schließen, ich habe am Freitag kein Video hochgeladen. Dafür kommt am Samstag hoffentlich, also ich bin sehr, sehr, sehr bemüht, dass ich Samstag wieder richtig viele Videos habe. Weil ich halt jetzt heute, am Freitag, wo kein Video kommt, ein wenig aufnehmen will und dann muss ich das halt nur rendern am Abend. Rendern am Abend vertreibt Kummer und Sabber. Keine Ahnung, Abend, treibt sich irgendwas auf Abend, irgendwas Vernünftiges. Ich gehe am Abend mit deiner Mutter schlafen. Was reimt sich denn auf Abend? Abend. Ja gut, ausschlaggebend. Ausschlaggebend würde sich prinzipiell von den Buchstaben würde sich ja reimen. Ne? Abend, also ist ein END und ausschlaggebend ist auch ein END, aber es hört sich natürlich nicht so gut an. Ne? Ich gehe am Abend mit deiner Mutter, das ist ausschlaggebend. Ja, das ist kein guter Reim. Das ist kein guter Reim. Ich müsste mal meine Nase komplett hochziehen, ey, wirklich. Aber das kann ich ja jetzt nicht machen. Da entsteht immer so ein Gegendruck, wenn ich erkältet bin. Und dann muss ich meine Nase hochziehen, damit dieser Druck entflößen kann, entfleuchen. Ich hätte mir vielleicht eine Uhr stellen sollen, ich Herkules sei. Das ist der Wahnsinn. Get ready! So, ich habe hier nebenbei mein Handy, ich fahre mit einer Hand, das ist natürlich immer sehr gut, wenn man mit einer Hand fährt, weil da kann man nicht denken. Weil, ja, man gibt Gas mit der Hand, das wisst ihr alle. Jeder gute Autofahrer. Gibt's ja tatsächlich, ne, Leute, die keine Beine haben, können ja trotzdem Auto fahren. Finde ich schon ein bisschen krass, tatsächlich, ja. Ich kann ja nicht mal so Auto fahren. Nein, der Cornel hat einfach keinen Führerschein. Der Cornel hat keinen Führerschein, ja, jetzt könnt ihr sagen, ah, guck mal, der Cornel hat keinen Führerschein. Wie alt ist der Cornel nochmal? Ist der nicht schon 50? Nein, ich bin noch nicht 50, Mann, ey. Aber ich bin auch schon ein bisschen älter, ja. 22, ich fühle mich schon ein wenig weise. Nein, natürlich nicht, aber. Ich habe vorhin noch über mein Alter nachgedacht. Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Ich habe da auch über irgendetwas nachgedacht, warum gehe ich jetzt auf Wecker? Ich will die Stoppuhr, verdammt. Ja, das ist überhaupt gar nicht so einfach, während eines Rennens hier die Stoppuhr am Handy anzumachen. Vor allen Dingen muss ich auch. Ja, wobei ich muss nicht erster werden. Ich würde. Boah, komm schon. Okay, gewonnen. Stoppuhr. Das Trophy Race, wie lange dauert das Trophy Race? 4 Strecken, ein paar Minuten. Sagen wir mal so, ich bin jetzt bei 7 Minuten, dann machen wir nochmal 7, 8, 9. Ja, das passt dann schon, denke ich. Das war's auch schon, ne? Krass. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Wo bin ich stehen geblieben? Ich fahr erstmal raus hier. Mach mal den Tacho weg, der nervt mich, danke. Achso, hä? Gibt's da nicht noch was anderes? Die Karte, oder? Ja, genau.
So, da müssen wir jetzt in die vierte Welt. Die ist ja, wie wir bekanntlich wissen, nicht in diesem Leuchtturm. Wofür dieser Leuchtturm wohl ist, ist mir ein Rätsel. Die vierte... Fahr doch nicht vor die Wand, ey. Die vierte Welt ist hier in einem Wasserfall. War es hier? Ja, da ist ein Eingang. Geh doch bitte da rein. Ja, da ist er doch. Sehr gut. Wo bin ich jetzt gerade stehen geblieben? Ich hab's vergessen. Ich habe es tatsächlich vergessen. So, was ist die erste Welt? Greenwood Village mit 17. Nein, 16 hier. Fangen wir mit der Windmühle an. Ja, ein Flugzeuglevel. Wow. der Korn wieder drauf. Jetzt natürlich erstmal wieder lockeres Einfahren. Die Gegner sind nicht so schwer, glaube ich. Und wir müssen noch keine Münzen sammeln. Im Prinzip müssen wir gar nichts machen, außer Erster werden. Das sollte drin sein. Und das machen wir jetzt einfach mal. Das war ein bisschen knapp. Ja. Ein bisschen Strecke angucken und so. Übrigens, die Ölpfützen, eventuell fragt euch, du sitzt in einem Flugzeug, Kornel. Ja? Jetzt seien wir mal ehrlich, wenn du auf dem Boden eine Pfütze legst, was kümmert das die Flugzeuge? Ja, da habt ihr ganz komplett recht. Es ist so eine schwebende Wolke dann. Ne? So eine Giftwolke. Das ist der Wahnsinn, ich weiß. Die haben sich echt was bei dem Spiel gedacht, aber. Ist ja auch Rare, ne? Also das alte Rare. Ne? Das alte Rare war ja schon ein bisschen gut. Das neue Rare, ich weiß gar nicht, ob Rare noch existiert. Ja. Ich bin ja nicht so im Thema tatsächlich. Ich freue mich einfach, wenn ich Spiele sehe, die ich mag, und spiele sie dann. So wirklich interessiert, warum die da sind, wer die gemacht hat, wieso die gemacht haben, wo die Menschen sind, die gemacht haben, ob die noch leben, ob die gestorben sind, das ist mir relativ Brille tatsächlich. Ich freue mich einfach immer, wenn ein Spiel da ist. Ach ja, so ist das. Ne? Was interessiert es mich, wie das gemacht wurde? Ich will es halt spielen. Also lass mich halt, ich will doch nur spielen. Genau, ich habe über Anglizismen geredet. Dann habe ich das abgeschnitten. Ich habe über voll viele in diesem Part geredet, kann das sein. Ich habe wieder nur Scheiße gelabert. Anglizismen sind doof. Ja, man könnte auch einfach deutsche Wörter sagen. Anstatt ich chille, könnte man auch sagen, ich entspanne mich extrem. Was weiß ich denn? Mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, es tut mir leid. Ja, mein Vorsprung reicht, denke ich mal, um hier locker ins Ziel zu fahren. Dann habe ich noch über irgendwas geredet, aber ich weiß nicht mehr was. Ich habe im Kopf, ich habe so das Gefühl, dass ich einen Gedanken gerade nicht richtig abgeschlossen habe. Und finde ich gerade ein bisschen schade, weil ich ihn gerne abschließen würde. Ich weiß es aber nicht mehr. Ja, bla bla bla. Diddy Kong Racing wird dann gar nicht so ein langes Let's Play, oder? Wobei, wir sollten den Abend nicht vor dem Tag loben. Nee, man soll den Tag nicht vor dem Abend... Ich weiß nicht mehr, wie das... Ich glaube, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, weil am Abend kann ja noch was passieren. Ich glaube, so und so... Also, das andere war nur Zusatz, ne? Man soll den Tag nicht vor dem Abend... Ja, ich glaube, so war das Sprichwort. Weil, ja, es wird natürlich noch schwierig. Machen wir uns überhaupt gar nichts vor. Es wird wirklich noch schwierig, ja. Das ist... Ja... Es wird schweinisch, sagen wir mal. Es wird schweinisch. Ich will auch nicht zu viel spoilern, aber ich denke, jeder von euch kennt dieses Spiel. Get ready, go! Ja. Ich überlege gerade, weil... Okay. Ich musste mal kurz gucken, wo es hierher geht. Ja, ich hätte den Ballon auch nicht mitgenommen. Tip-Tap. It's Tick-Tock. Tick. Wie heißt der nochmal? Tip-Tap, oh? Ne, Tip-Top. It's Tick. Top, the tip, the tippy tip, the tip, tip, top, the tip, tip, top, top. Genau, tip top. Ja, mit dem kann man natürlich auch sehr gut fahren. Dann ist die kleine Maus ist mir lieber, weil sie einfach, ja, das ist eine kleine Maus, ne? Ich mag kleine Mäuse. Aber, naja, ich finde auch Schildkröten cool. Ich bin ja eher so der Schildkröten-Typ. Ich bewege mich immer mit maximaler Geschwindigkeit von 0,3 km/h und sammle hier mal ein paar Bananen ein. Ach, leck mir doch. Ich kann doch in den Brunnen rein, richtig. Und warum ist der scheiß Krokodilsaffe hier so schnell, ey? Ja, du bist Erster, du brauchst so ein Item nicht. Lass es mir doch einfach. Dankeschön, ich würde gerne vorbei. Boah, ich hoffe einfach, dass meine Stimme und so mein Hals mitmachen, dass ich heute noch ein bisschen was aufnehmen kann. Ich hoffe, ich höre mich nicht ganz so schlimm an. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie ich mich anhöre. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich hoffe, ihr sagt dann nicht hinterher... Eine Deckung, das kann man sich ja nicht anhören. Das wäre ein bisschen doof. Man kann doch hier rein. Ja, kann man. Jetzt bin ich natürlich falsch rum.
Ach ja, das war jetzt natürlich nicht optimal, aber... Ah, okay, ich bin Erster. Ja, das sollte ich schon im Ziel retten können, auch wenn die Gegner natürlich jetzt relativ nah dran sind. Aber naja, was soll mir hier gefährlich werden? Ne, was soll mir hier gefährlich werden? Machen wir uns nichts vor, da wird mir nichts gefährlich. Dafür bin ich viel zu gut! Bingo! Machen wir noch eine Strecke? Ich denke nicht. Ich glaube, wir setzen hier jetzt den Cut. Ich weiß gar nicht, was der Boss von dieser Welt ist. Ist der wohl schwierig? Weil dann müssen wir im nächsten Part... müssen wir die anderen zwei Strecken machen. Dann müssen wir noch den Schlüssel finden. Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das in der Welt ist. Also ich weiß noch einen Schlüssel, aber wie gesagt, ich weiß nicht... Dann, also... Was willst du uns sagen, Cornel? Ich weiß es doch nicht. Ich muss mal gucken, was hier so diese, was das für Level sind. Ich habe halt ein Level im Kopf. Ich weiß, dass es da einen Schlüssel gibt. Ich weiß aber nicht, ob das Level hier ist oder in einer anderen Welt. Naja, egal. Und dann machen wir im nächsten Part, machen wir halt die beiden Welten da. Und dann machen wir den ersten Boss. Und dann machen wir die Münzen, soweit wie wir sie schaffen. Ja, hier ist das Minispiel. Ich weiß gar nicht, was hier... Ich weiß auch nicht mehr, was hier für ein Minispiel ist. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung von nichts. Aber das ist immer das Beste, ne? Da hinten ist es Trophy Race, okay. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao, tschüss, euer Cornel.